7 serving 10. Oh! Der Nasenblut-Moment der Woche, geprüft von GTÜ. Auf der 1, Melanie Paul. Also in Bremen hielt sich so ein Gerücht, dass sie den Ass-Rekord von Theo Timmermann geschlagen haben soll, aber bei den Bildern traue ich dem Brat nicht so richtig. Oh, ja. What the fuck? Sie hat in jedem Spiel bis zu 10 Asse gemacht. Also, ich meine, das gewinnt sie auf jeden Fall. Are you sure about that? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Auf der 2, Niklas Rudolf nach dem besten Trade aller Zeiten. Rudolf für Werne zeigte der Molkegott uns mal wieder eine richtig buttrige Performance. Ach du Scheiße. Ich habe die Körperkontrolle nicht. Richtig. Aber dafür hat Niki was anderes. Also meine Gedächtniskapazität, die ist halt auch so klein, wie ich untenrum bin. Alles klar, Niki. Wir bleiben quasi bei Herrn Rudolf, gehen aber rüber zu Rudi Schneider, denn das ist wirklich passiert. Erstes Spiel in Bremen und es musste spontane Vermisstenanzeige aufgegeben werden. Ja, ich würde gerne, dass, also wenn jemand im Chat gerade ist und meinen Partner sieht, gerne mal Bescheid geben. Und vielleicht zu Kurt 1 schicken. Das wäre cool. In wie vielen Minuten spielt er? 15. 15, ja. Liebe Grüße. A few minutes later. War Herr Schneider dann tatsächlich da, handgestoppte 4,5 Minuten vor Spielbeginn, aber mit einem Premium-Parkplatz ausgestattet. Und natürlich ging er voll fokussiert in die Partie rein und konnte uns direkt im Ballwechsel Nummer 1 folgenden Leckerbissen anbieten. Schon wieder ein Kandidat für den Nasenblut-Moment. Erster Ballwechsel in Bremen. Auf der 4 macht mal richtig Lärm für IG Vollers Martin. Und dann, liebe Scam-Jünger, der Big CEO's in the house, macht's mal richtig laut, Dirk, für Olaf the Katniss Big Everdeen. Olaf ist völlig entsetzt. Ich stand neben den Kommentatoren kopfschüttelnd und nach dem Blickkontakt kam Folgendes zustande. Wir machen weiter mit Bennett Ponywatz, der versucht hat, sein Mikrofon zu trinken. Auf der 6, das Debüt von Luisa Lippmann und direkt beim ersten Mal natürlich auch im Nasenblut-Moment. Du kriegst die Luisa aus der Halle raus, aber die Halle nicht aus der Luisa. Leichte Miscommunication. Ich hänge halt auch manchmal noch sehr im Sand fest. Please help me. Auf der 7, Erik Stadi mit dem Chinoa Chris Classic. Den Ball mit dem Gesicht annehmen. Let's go. Und zum Abschluss, Jonas Kaminski hat wirklich einen sick Booty und kann deswegen für folgende Szene nichts dafür. Mach jetzt keinen Nasenblut-Moment. Hab ich schon. Simon, mach dir keine Sorgen. Ein Jonas Kaminski hat immer Kontrolle über die Lage. Und wenn euch dieser Zusatzcontent zu German Beach Show gefallen hat, dann abonniert doch bitte den Kanal. Wir attackieren die 10.000 Abonnenten. Von daher mal der Oma dem Cousin Bescheid sagen. Und dann könnt ihr euch jetzt hier nochmal die letzten beiden Episoden vom Nasenblut-Moment der Woche reinziehen.